Es spielt eigentlich überhaupt keine Rolle, für wen wir auftreten, ob sie jung oder alt sind, in welcher Gesundheitsphase sie sich befinden, ob man in einer Demenzabteilung auftritt oder im ganz, ganz intimen Setting. Wenn man Musik und Wort zu Leuten bringt, die schon lange darauf verzichten müssen, dann passiert etwas wirklich berührend Schönes und etwas sehr Wertvolles. Mm.